Freunde, es geht weiter mit dem Bushcraft Shelter. Aber bevor es losgeht, hole ich euch erstmal ab und erzähle euch, was alles passiert ist. Ich habe mir 3 Hektar Land in Portugal gekauft. Und wie meine Follower wissen, die letzten 4 bis 5 Monate waren sehr aufregend und vieles passiert. Ich habe zum einen 1 Hektar von meinem Land für Gäste reserviert und habe diesen jetzt fertig gebaut. Und tatsächlich habe ich jetzt schon seit einer Woche einen Airbnb-Gast. Sie schläft dort im Gästebereich, im Campingbereich. Und für mich heißt es jetzt, von diesem 1 Hektar zwischen dem Hektar, den ich wild lassen lasse, hier zu diesem wunderschönen Hektar. Und hier jetzt praktisch nochmal von neu beginnen. Das heißt, ich will hierher ziehen, ich will hier leben. Dieser große Felsen benutze ich schon als Lager. Und jetzt möchte ich hier ein Bushcraft-Shelter bauen. Ich verlinke euch am Ende des Videos das Video, wie ich das hier gebaut habe. Das war in der letzten Folge, konntet ihr sehen, wie ich mir hier einen kleinen Schlafbereich gebaut habe, meine Sachen hergebracht habe, ein bisschen Arbeitsmaterial, ein Trinkgefäß, aber es ist alles noch nicht fertig. Ich würde sagen, zum Thema Schlafen ist es schon bereit auf jeden Fall. Ich schlafe hier jetzt schon seit 4 Nächten und was mich auf jeden Fall stört, ist der Wind. Vielleicht hört ihr das, vielleicht seht ihr das, aber von hier zieht die ganze Zeit so ein Wind. Das heißt, ich muss es auf jeden Fall alles schließen hier. Ihr kennt meine Idee schon aus dem letzten Video. Scheinbar haben hier für über 100 Jahren Menschen schon was reingebaut. Wir sehen hier eine Abtropfrille für Regen. Wir sehen hier vorgemeißelte Pfeiler, sowas. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das alles möchte ich zurückbringen in die Ursprungsform. Deswegen kommt jetzt der Teil 2 meines Bushcraft Shelters. Und zwar will ich das jetzt alles mehr lebbar machen. Das heißt, wir können jetzt schon mal schlafen. Und jetzt geht es darum, hier einmal eine Kochstelle zu machen, alles sauber zu machen und hoffentlich auch hier ein Trinkgefäß zu haben, dass man hier auch wirklich immer Wasser hat. Das heißt, wir gehen gleich rein in die Materie, räumen hier erstmal auf und dann gucken wir, was wir bauen. So, Step 1 ist mehr oder weniger erledigt. Natürlich muss ich das alles noch wegmachen, aber die Mittagshitze kommt hier gerade. Und das ist hier wieder so ein geiler Platz. Ich glaube, ab 14, 15 Uhr ist hier Schatten, dann werde ich hier weitermachen. Aber seht ihr hier die Rille? So eine habe ich hier auch und habe das schon mal hier ganz spontan ausprobiert, um Holz senkrecht zu lagern. Und das wäre doch eine geile Idee, dass ich einfach so Stöcke in die Rille reinramme. Und dann brauche ich keine Nägel, keine Schrauben. Ich könnte es dann so verankern. Und als Tischplatte würde ich dann sowas machen. Ist für Nägel und solche Arbeiten mit kleinen Sachen nicht so geil, aber von der Stabilität alles mit Totholz gemacht. Und da bin ich wieder, 16 Uhr, ich glaube 34, 35 Grad. Ich habe das jetzt mal ein bisschen aufgeräumt von den Paletten und so weiter. Und jetzt geht es an den Tontopf. Ich habe mir überlegt, weil hier bin ich immer im Schatten, hoffe ich zumindest, ich weiß nicht, wie es in der Stunde ist, dass ich hier meinen Tontopf hinmache zum Trinken und auch Kochen und so weiter. Das heißt, wir bringen jetzt den Tontopf hierher. Et voilà, und schon habe ich ein Trinkgefäß. Ich will das auf jeden Fall noch mal reinigen. Aber ich will jetzt hier noch mehr weiter sauber machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich hier was Geiles verbirgt. Das heißt, ich mache jetzt erstmal das ganze Holz weg. Dann liegen dann haufenweise Steine. Die gucke ich mir noch mal an und lege die dann auch auf die Seite. So hier alles schön. Gehe dann noch mal mit der Hacke hin, säubere das alles und dann ist es fertig. Und et voilà, jetzt bin ich wieder fertig. Ich habe hier jetzt noch mal sauber gemacht, weil ich gehofft habe, dass ich wieder sowas hier finde. Dass hier irgend so eine versteckte Überraschung ist. Aber ich weiß es nicht, vielleicht kommt hier noch was. Aber jetzt geht's erstmal ans Material sammeln. Bevor es an den Bau geht, probiere ich jetzt erstmal so ein bisschen aus, wie das dann im Endeffekt aussieht. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Balken. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ist viel zu niedrig. Also optimal wäre eigentlich auf der Höhe. Aber ich denke, da kann ich im Nachhinein dann noch was machen. Wenn ich das jetzt erstmal so stabil mache, kann ich vielleicht noch eine Box drauf bauen oder sowas. Das heißt, für diese Querstreben suche ich stabiles Holz, Hartholz. Ich hoffe, ich fände irgendwie Erle oder Esche, die sind immer schön gerade.
und als Tischplatte kann ich dann benutzen, was ich finde. Freunde, jetzt habe ich ganz vergessen, mich noch zu melden. Ui. Wir haben 22 Uhr. Ich habe jetzt noch ein bisschen Material gesammelt, ein bisschen Eukalyptus, habe mich dann geduscht und ja, ich bin ein bisschen verbrutzelt, glaube ich. Morgen muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht so in der Sonne arbeite und mich nicht verbrenne. Deswegen habe ich vor, morgen um 5 aufzustehen. Mal gucken, der Wecker klingelt um 6, aber eventuell werde ich ja wieder von der Sonne um 5.30 Uhr sowas geweckt. Und dann geht's auf Materialschlacht. Ich darf hier Pine holen, Tanne. Und ja, aber ich würde sagen, ich lege mich jetzt hier in meinem geilen Shelter. Schlafsack, richtig Bushcraft-Style, lege ich mich jetzt schlafen und dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Boah, Leute, 0.30 Uhr. Ich glaube, man hört es nicht, aber hier windet es die ganze Zeit. Ich mache mal Licht an. Da habe ich mir hier eine Mütze aufgesetzt. Und ich muss auf jeden Fall hier noch einen Windschutz hinbauen. Wunderschönen guten Morgen. Ich bin durch Zufall genau um 5.01 Uhr aufgewacht. Ich glaube, ich könnte noch weiter schlafen, aber was heißt, ich glaube, ich bin total geredet. Aber mir kribbeln die Finger, mir wird in die Arbeit gehen. Und einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 10 nach 6 Uhr. Und ich habe schon die ersten Materialien hergebracht. Und jetzt bin ich am Überlegen, was ich machen soll. Weil ich brauche einen Windschutz. Es soll jetzt die Tage windig werden. Und da lasse ich mir jetzt was einfallen. Aber ich verbringe jetzt erstmal den Morgen hier Materialien zu sammeln. Und dann sehen wir uns gleich. Oh, leck doch die Katze im Anus. Ich bin so fertig. Ich habe jetzt hier die Tannenholzer. Ich lege die jetzt einfach mal nur hin. Und dann ist Feierabend für heute. Schaut sich an. Ja? Das geht ja dann wahrscheinlich nur als Schublade, weil ich merke jetzt schon, das ist viel zu niedrig. Oder? Mal gucken. Yeah. Das hält mich aber zu instabil. Das muss noch befestigt werden. Aber erstmal warte ich, bis hier Schatten ist. 3-4 Stunden ist die Sonne auf der anderen Seite. Neuer Tag, neues Glück, Leute. Wir haben 7 Uhr. Ich wollte um 5 aufstehen, habe es heute aber erst um 6 geschafft. Und ja, ich habe ein kurzes Zeitfenster, ab 10, 11 Uhr wird schon so heiß, da geht nichts mehr. Und ich zeige euch mal, hier habe ich jetzt meine Kiefernhölzer geholt, die habe ich vor einem Dreivierteljahr von einem toten Wald geerntet. Das heißt, die 4 Pfeiler bringe ich jetzt rüber, das alles muss irgendwann noch rüber, hieraus werde ich dann ein Haus bauen, nicht nur ein Bushcraft-Shelter, das wird ein Haus. So, die Sonne kommt schon raus, das heißt, die Zeit rennt. Die Stämme will ich jetzt alle entrinden, ordentlich hier reinmachen, gucken, dass es gerade ist und dann hoffentlich schaffen wir das jetzt, bevor es zu heiß wird. Dann fangen wir mal mit dem Eukalyptus an. Da ist es gut, das kann man einfach so abziehen und die Rinde kann man dann noch als Naturschnur benutzen. Das heißt, ich versuche das jetzt möglichst ordentlich zu sortieren. Und wenn man Eukalyptus entrindet, hat man manchmal solche Glücksfunde, die muss man fast gar nicht entrinden. Da kann man einfach das ganze Stück. Tada! Ganze 12 Minuten hat mich jetzt nur das Entrinden gedauert. Das heißt, den Baum zu fällen, den Baum zu transportieren, war da noch nicht mal mit einberechnet. Und natürlich kommt da jetzt noch das Entasten dazu, das Zurechtsägen und das alles mal 10, weil ich noch 10 weitere Balken zu machen habe. Material ist da, jetzt wird losgebaut. Ich richte mich bei den Maßen mehr oder weniger an die Länge. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie lang das ist. Ah ja, das ist mehr als genug lang. Wie machen wir das?
So, diesmal will ich auch, dass es gut wird und gerade. Das heißt, ich positioniere das jetzt mal so, wie ich denke. Ich glaube, so ist gut. Und dann haben wir hier einen tollen Hammer. Habe ich eigentlich schon gemeckert, wie heiß es ist? Ja, ich habe das jetzt alles reingehämmert. Ich habe geguckt, dass die hier möglichst immer Kontakt haben. Hier ist eine kleine Lücke, aber es hält mich. Ich kann hier sogar wippen. Das heißt, das wird jetzt festgemacht. Okay, man sieht, es ist schräg. Das wird an dem Pfeiler liegen. So, jetzt fixiere ich einmal vorübergehend mit Schnur die Ecken. So, jetzt habe ich schon mal eine Orientierung, wie ich das dann später festmache und auch schon mal, wie die ganzen Stöcker miteinander passen. Die mittleren mache ich jetzt nur auf Klemmung und versuche das natürlich jetzt schon möglichst ordentlich. So, jetzt wird der hintere festgemacht. Boah, Leute, ich schwitze mir so einen ab. Ich wette, wir haben jetzt schon die 30er Marke überschritten. Leute, ich hoffe, man sieht meine Schweißperlen. Okay, das könnte sogar ein Bett sein. Wow, geil. Okay. Jetzt bin ich ehrlich gesagt nicht zufrieden. Das werde ich dann alles, wenn ich zurück aus Deutschland bin, nochmal richtig machen. Aber hier werde ich jetzt alles schön machen und dann fertig. Oh mein Gott. So, so weit, so gut. Also, ich finde es richtig gut. Das wird jetzt dann beladen, soll noch überdacht werden. Mein Shelter soll noch ausgebaut werden. Ich habe das hier mit Wasser gefüllt, aber ich sehe, es ist undicht. Es tropft hier. Es ist noch dreckig von innen. Mein Bett, muss ich sagen, wird unbequem. Darum will ich das noch ein bisschen unterpolstern. Aber ansonsten schlafe ich hier eigentlich recht gut. Ich muss sagen, ich schlafe eigentlich recht schlimm, weil ich zurzeit ein Wildschwein die ganze Zeit hier habe. Und das ist echt erschreckend. Das war gestern wirklich, ich glaube, hier und hier, also wirklich hier dicht an. Und das heißt, ihr kriegt jetzt noch ein bisschen Zusatzmaterial. Ich habe das alles nachts gefilmt. Und ja, war schon erschreckend. Das heißt, ich bin immer so um 0.30 Uhr erst eingeschlafen. Und ja, dann viel Spaß bei meiner nächtlichen Angst, wie das hier mit Wildschwein ist. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Robin. Leute, ich versuche es jetzt mal mit der Handykamera. Ich habe wieder das Wildschwein hier. Es läuft die ganze Zeit da unten rum. Mal ist es 15 Meter entfernt, mal 20 Meter. Manchmal denke ich, er steht direkt vor mir und erschreckt mich. Und mein Hund ist gerade nicht da. Ist irgendwo auf Tour. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen Schiss, dass er jetzt auf einmal hierher kommt. Ich habe hier zum Glück eine Steinmauer. Aber ich höre ihn auch die ganze Zeit schnaufen und es knacken. Das müsste man jetzt gleich hören. Die ganze Zeit. Ich versuche es mal euch zu zeigen. Ich muss es jetzt vertreiben. Ich nehme jetzt einen Stein.
Büchner. Guck mal, ob ich ihn sehen kann. Ich hatte schon mal eine Wildschweinbegegnung. Und da hat mich das Wildschwein fast angegriffen. Deswegen habe ich da schon ein bisschen Respekt. Ich wünschte, mein Hund wäre da. So, ich nehme mal einen Stein und mache einen kleinen Warnwurf. Alter. Okay, jetzt geht er wieder Richtung Wald. Jetzt hoffe ich nur nicht Richtung Food Forest. Aber ich bin gespannt, wie es heute Nacht wird. Fuck, das ist direkt vor mir. Hinter der Schubkarre. Sein Herz klopfen. Ich sitze hier im Boxershorts. Schlimme ist, ich sehe es nicht.